Herzlich willkommen zum nächsten Exopec-Training. Heute mit einem ganz besonderen Gast, und zwar mit Coach Humi. Wir haben für euch heute ein richtig fettes Combat-Force-Training vorbereitet. Es wird auf Fighting gehen, auf Conditioning. Lasst uns rocken. Alles klar, Pascal. Dann lasst uns direkt loslegen. Ja? Als Warm-up habe ich uns ein schönes Intervalltraining ausgedacht. Ein HIIT-Training, bestehend aus 3 Übungen, die wir in 3 Intervallen machen, also in 3 Sätzen quasi. Jede Übung geht 10 Sekunden lang, läuft in die andere rüber, ohne Pause. Wir starten mit High Knees und lang Boxen, 10 Sekunden. Danach direkt ohne Pause runter in die Mountain Climber, 10 Sekunden lang. Aus dem Mountain Climber heraus zu den Scissor Jumps. Sehr gut. Wenn wir dann jeweils 3x 10 Sekunden, insgesamt 30 Sekunden voll haben, machen wir 20 Sekunden Pause und wiederholen das Ganze 3x. Seid ihr ready? Pascal, bist du ready? Yes. Let's get ready to rumble. Auf geht's, komm. Sauber. Jetzt sind wir warm. Weiter geht's. Angewärmt sind wir. Wir gehen ins erweiterte Aufwärmprogramm. Hierbei fördern wir die Mobilität und Kraft. Da habe ich mir was sehr Effektives ausgedacht, Pascal. Er wird sich jetzt freuen. Und zwar Burpees. Die Burpees werden wir aber in 2 Level aufteilen. Einmal Level 1, eher für die Beginner, die ein bisschen frisch dabei sind. Und Level 2 für unsere Pros wie Pascal. Und das werden wir euch jetzt erklären und nahebringen. Ich werde euch Level 1 erklären und im Anschluss direkt Pascal euch Level 2. Bei Level 1, bisschen breiter als schulterbreit stehen, Fäuste schließen, Ellbogen schön nah am Körper. Wir starten erstmal beide Arme nach oben strecken. Ihr geht in die Hocke, wie bei der Kniebeuge, runter, runter, runter. Arme kommen runter, ihr setzt die Arme ab. Dann linker Fuß strecken, rechter Fuß strecken. Ihr seid in der geraden Liegestützposition. Rechter Fuß zurück, linker Fuß zurück. Und aus der Kniebeuge mit den Fäusten am Körper hochstrecken, Arme hochstrecken und das Ganze 10-mal wiederholen. Pascal zeigt euch jetzt Level 2, die Pro-Burpees. Auf geht's. Ja, beim Level 2, wenn es ein wenig anstrengender werden darf, sieht das Ganze komplett ähnlich aus, nur wir bringen ein bisschen mehr Dynamik rein. Heißt, zu Beginn startet ihr auch aus der Kniebeugenposition. Springt jetzt allerdings nach oben, also wirklich mit Power einmal hochspringen,
in eine komplette Streckung oben in der Luft, geht von hier einmal runter und springt jetzt auch mit Dynamik nach hinten einmal in die Plank-Position, von hier aus wieder nach vorne und wieder nach oben. Zeig es einmal komplett ohne Pause, von hier hoch, runter und wieder hoch, auch das 10 Mal. So, die Übung ist klar, Level 1 mache ich vor, Level 2 macht Pascal vor, 10 Wiederholungen, Burpees, ab geht's. Auf geht's. Auch wenn wir jetzt schon gut ins Schwitzen gekommen sind, ist das noch nicht alles. Wir geben Vollgas heute. Weiter geht's mit unseren Shoulder Tap Planks zur Bier Shoulder Tap Planks. Und zwar sieht das folgendermaßen aus. Pascal macht das einmal vor. Ihr geht in die Plank Position. Links, rechts. Links einmal Schulter tippen. Beine nach vorne anwinkeln. Wieder links, rechts, links die Schulter tappen. Und beide Beine wieder gleichzeitig raus. Links, rechts, Schulter tippen, Beine rein. Und das Ganze wiederholen wir 5 Mal. Ich würde sagen, wir starten jetzt normal 5 Mal in jeder Position und dann geht's weiter. Auf geht's. So, Sportsfreunde, warm sind wir. Jetzt gehen wir langsam Richtung Eingemachtes. Jetzt gehen wir in die Muskelpartien, in die Mobilität, die wir auch besonders für den Kampfsport brauchen. Dafür habe ich mir auch wieder eine Übung ausgesucht, die ich unterteile in Level 1 und Level 2, also Basic und Advanced. Wozu ich noch einmal gerne sagen wollte, ist, für alle, die jetzt frisch in dem Thema drin sind, macht euch überhaupt nicht verrückt. Basic, 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 weitermachen, weitermachen, damit ihr auch irgendwann auf dem Advanced Level seid, weil ihr kennt ja den Spruch, Rom wurde auch nicht an einem Tag erobert. Von daher macht nur das, was ihr euch zutraut. Hauptsache, ihr zieht durch und das ist das Wichtige. Alles klar, Sportsfreunde. Hierfür habe ich euch vorbereitet einen Plank Workout mit Kick-Through, welchen wir in 2 Level unterteilt haben. Und die beiden Level wird euch jetzt Pascal vormachen. Level 1. Runter zur Plank Position. Das eine Bein nach vorne. Arm raufheben, wieder runter, Beinwechsel, das gleiche auf der anderen Seite, Arm hoch, zurück in die Plank Position und wieder aufrichten. Das war jetzt Level 1, was wir 5 Mal wiederholen. Das gleiche machen wir jetzt auch mit Level 2, wo der Kick-Through dazu kommt. Und zwar wieder das Ganze gleich anfangen, starten, also wieder runter in die Plank Position, Bein nach vorne, Arm heben. Jetzt das andere Bein zwischen Arm und Hand durch nach vorne strecken. Spannung halten für die Mobilität. Und Kraft wieder zurück in die Plank Position und das gleiche auf der anderen Seite nochmal wiederholen. Und das Ganze wird als ein Durchgang gewertet. Ebenfalls 5 Durchgänge. Pascal, mein Lieber, bist du bereit? Yes. Auf geht's. Gonna play that, set you down, I'ma say that. Money, me a couple dollars, telling you now this payback. So I take that, ask them now what's saying that. I've been going to the top and I got what they not, so I know that they hate that. But I'm on now, all these lanes gonna zone out. And all these lanes gonna take what I did and they twist and they worse till I fall out. But I know that, so I keep what I'm doing cause I own that. And I stay in the lab and I kill everything, but I don't ever move, I'm a Kodak. So don't, I'm gone, finally back in my home. I'm working like so much, they swear I had me a clone. Can't answer my phone now, just leave it there at that tone. Ballin',
can't beat me up, cause I'm back in my zone now. Cause I'm back in my zone now. Back in my zone now. Ballin', can't beat me up, cause I'm back in my zone now. Back in my zone now. Let me into my zone, please don't let me into my zone. Let me into my zone. Let me into my zone. Please don't let me into my zone. So ihr Lieben, weiter geht's jetzt im Programm. Mobilität haben wir jetzt abgeschlossen. Jetzt gehen wir ins Eingemachte und zwar Explosivkraft. Und hierfür würde ich vorschlagen, dass wir die Widerstandsbänder etwas erhöhen. Das machst du jetzt auch gleich, ne? Ich nehme ein zweites, ja. Ja, sehr gut. Ich bleib... ein stärkeres nehmen oder ein zweites. Ja. Ich bleibe bei meinen Bändern, weil die Übung, die wir jetzt vorhaben, das sind zwei starke Übungen. Bei denen werden wir das auch wieder unterteilen oder beziehungsweise aufteilen, Level 1 und Level 2. Ich werde mal Level 1 vormachen, Pascal Level 2. Die erste Übung, die wir dafür vorher gesehen haben, sind Kniebeugesprünge. Level 1 einmal ohne die Armstrecker. Sehr schön. Level 2, das gleiche Spiel mit Armstrecker. Hierbei ist es wichtig zu beachten, dass wenn ihr runter in die Kniebeuge geht, dass ihr euch mit maximaler Kraft nach oben abstoßt, um die Explosivität oder das meist Explosive aus euch rauszuholen. Sauber, das sah sehr explosiv aus. Wollen wir loslegen? Yes. Okay, vamos. 10 Wiederholungen, Pascal. Auf geht's. Some time back, I'm zoned in like defense. My life gone, no recess. But I live my best one, so I got no regrets. I'm gone, finally back in my home. I'm working like so much, they swear I had me a clone. Weiter geht's mit Explosivkraft. Jetzt kommt einer meiner Favoriten. Sehr ideal für Schlagkraft und Schlagschnelligkeit. Und zwar Push-Ups in drei Varianten. Wir teilen es wieder auf in drei Levels. Von Beginner zu Advanced und wir setzen noch einen drauf für Pros. Alle drei Push-Ups wird euch Pascal gleich vormachen. Wir starten direkt mit Level 1. Da sucht ihr euch am besten eine freie Wand. Geht zur Wand hin, stützt euch ab, dran lehnen, in den Push-Up rein, explosiv abdrücken und abstoßen. Und wieder reinfedern, explosiv rausstoßen, abfedern und wieder rein. Und das Ganze so explosiv, wie es geht. Weiter zu Level 2. Hierfür einmal auf die Knie in die Liegestützposition für die Push-Ups. Auch wieder reinlehnen und explosiv abstoßen. Reinfedern, explosiv abstoßen. Und zu guter Letzt Level 3, das Ganze ohne die Knie auf dem Boden. Also in die ganz normale Liegestützposition. Beine hoch, in den Push-Up rein und mit voller Puller abstoßen. Explosiv raus. Sehr schön, Pascal. Das Ganze mit 10 Wiederholungen in dem Level, den ihr schafft. Level 2 mache ich euch vor und Pascal Level 3. 10 Wiederholungen, auf geht's. Cause I'm back in my zone now. Back in my zone now. I'm back in my zone now. Back in my zone now. Let me into my zone. Let me into my zone. So, Sportsfreunde, weiter geht's mit einem ganz wichtigen Bereich, und zwar dem Functional-Bereich. Hierfür habe ich drei Übungen mir ausgedacht, welche ich mit euch gerne durchführen würde. Die erste ist der Lunge mit dem Crossboxing. Den wird euch Pascal gleich mal vormachen. In den Lunge rein und parallel dazu boxen. Wechsel mit dem anderen Fuß in den Lunge rein und boxen. Das heißt, wenn ich das rechte Bein nach vorne stelle, boxe ich mit links. Wenn ich das linke Bein nach vorne stelle, mit rechts.
Das Ganze machen wir 5-mal jede Seite, 10-mal insgesamt. Auf geht's. So, die zweite funktionale Übung sind Reverse Lunges mit Knie. Hier ist es nochmal ganz besonders wichtig, dass ihr euch schön mit dem Knie abstoßt nach vorne, um wirklich, wirklich exklusive, starke Kniestöße euch anzueignen, welche euch im Kampf bestimmt oder auch fürs normale Training voranbringen. Ja? Pascal, macht ihr mal vor, wir machen 5 jede Seite. In den Lunge rein und das Knie raus. Wenn ihr 5 jede Seite habt, macht ihr das gleiche mit der anderen Seite und schön das Knie exklusiv nach vorne stoßen. Auf geht's, Pascal. 5 Stück jede Seite. Wir fangen mit rechts an. Und los. Alle guten Dinge sind 3. Die dritte Übung, die starten wir auch wieder mit Reverse Lunges in Kombination mit Front Kicks. Ja, und da gibt es noch mal was Besonderes. Wir werden ein bisschen Fußarbeit mit reinnehmen, um ein bisschen den Anspruch zu erhöhen, aber ihr packt das. Und Pascal sowieso, okay? Pascal zeigt euch das einmal. Also er wird in den Reverse Lunge, macht einen Zwischenschritt, wo er die Fußarbeit drin hat, und zum Frontkick weg und wieder zurück rein. Das Ganze auch 5 Wiederholungen pro Seite. Wollen wir loslegen? Yes. Keine Frage. Auf geht's. Lass uns mit rechts starten. Und auf geht's. Viel noch? Nicht mitgezählt. Okay. Und andere Seite, und andere Seite. Und los geht's. Boom, jawohl. Ja, cool, Schumi. Alter Schwede, vielen Dank schon mal für diese geile Einheit. Wir haben jetzt noch etwas für den Core. Das heißt, wir werden unseren Core jetzt gemeinsam stärken. Dafür haben wir 5 Übungen in einem Flow gemeinsam kombiniert. Und ich werde euch jetzt erstmal jede Übung einzeln zeigen. Wir gehen runter auf den Boden. Bei der ersten Übung sind die Russian Twists. Geht ihr mit dem Oberkörper ein bisschen nach hinten und tappt jetzt mit beiden Händen auf jeder Seite einmal auf den Boden. Heißt hier, Batz, Batz, auf jeder Seite, so weit runter, wie ihr kommt. Wichtig ist, nicht zu aufrecht setzen, ein bisschen runter, damit hier vorne der Bauch sich auch schön anspannt. Das wäre Übung Nummer 1. Jetzt kommt Übung Nummer 2. Das ist eine meiner Lieblingsübungen. Da kombinieren wir den Beinstrecker mit Crunches und einem Butterfly. Schaut mal, die sieht so aus. Beine gehen hoch, zieht euch vorne zusammen und führt die Arme unter den Beinen zusammen. So rum, ergibt es auch Sinn. Zack. Nächste Übung, stützen wir uns hinten ab auf unseren Händen und strecken jetzt beide Beine vorne einmal hoch. Was meinst du, Coach Humi? Hast du Bock? Das wäre die nächste. Dann geht's weiter mit einer weiteren tollen Übung. Dafür bringt ihr eure Arme ein bisschen nach vorne, ungefähr neben die Schulter, Beine ein bisschen nach vorne, noch angewinkelt. Und jetzt wollt ihr euch mit eurem Allerwertesten einmal hier hinten durchdrücken, wieder hoch, Hüfte hochbringen, Hüfte wieder nach hinten führen und einmal vor und wieder zurück. Hier drauf achten, könnt ihr ein bisschen nachjustieren, dass ihr in dieser Position mit der Hüfte gut weit durchkommt. Also schaut mal, dass da eure Arme an der richtigen Stelle sind. Eine Übung gibt's noch, dafür drehen wir uns um, gehen in eine Plank-Position. Die kann ruhig so ein bisschen spitzer sein. Denn wir wollen jetzt auf jeder Seite einmal die Füße immer über Kreuz berühren. Ja, das wäre die Übung. Kommen in der Kombination, dann nacheinander Russian Twist, 10 pro Seite.
und sonst immer 10 am Stück. Bei den Toe-Taps auch wieder 10 pro Seite. Alright, dann geht's los mit unserer Core-Einheit. Wie sieht's aus, bist du ready? Alles klar, let's go! Also, erstmal Russian Twists. 10 pro Seite, auf geht's, los! Beine hoch. Sehr gut. Jetzt einmal Beine anwinkeln und nach oben strecken. 10 Stück. Los geht's. Unser Sitting Bull. Hüfte nach hinten durchbringen und los. Gehen wir jetzt in die Plank. 10 pro Seite. Auf geht's. Falling, drop my tears in the ocean. Feeling drunk and I'm coasting. Stupid fucking emotion. Emotion. Sechzehn. Los, zwei noch. 19 und der letzte. 20. Sehr schön, rasiert. Jetzt gehen wir ins Finale. Jetzt kommt der boxerische Teil, wo besonders die Kampfsportfreunde und Boxfreunde voll auf ihre Kosten kommen. Wir machen die Jabs und die Crossschläge, die Führhand und die Schlaghand. Die werden wir jetzt besonders in den Fokus legen. Werden dabei die Schlagkraft und die Explosivität dieser Schläge quasi verfeinern. Wir fangen an mit dem Jab. Also du gehst in deine Auslage. Die linke gerade. 30 Sekunden lang mit etwas leichteren Widerstandsbändern. Danach, direkt im Anschluss, wenn wir die 30 Sekunden voll haben, nutzen wir die Zeit als Pause, wo wir die Bänder wechseln, nehmen schwere Widerstandsbänder und machen das Gleiche nochmal. Aber 10 Sekunden. Das Gleiche machen wir auch mit der Schlaghand. Und das Besondere ist, wir machen es auch in einer entgegengesetzten Auslage. Den Jab, wo ich mit einem anderen Bein vorne stehe und den Cross dementsprechend auch. Wollen wir dann loslegen? Auf geht's. In die Grundstellung und mit dem Jab anfangen. Okay, wir nehmen ein weiteres Band dazu und das Ganze dann 10 Sekunden lang. Nutzt den Wechsel als Pause. Ihr seht, ich lasse mir auch ein bisschen Zeit. Nein, das stimmt nicht. So, jetzt 10 Sekunden explosiv. Auf geht's. Seht ihr? Es brennt und es muss brennen. Dasselbe mit der Schlaghand. Wir entspannen erstmal die eine Seite wieder. Wir gehen wieder in die Auslage. 30 Sekunden Schlaghand. Pascal, auf geht's. Kämpfen. 30 Sekunden geschafft. Jetzt 10 Sekunden
noch ein extra Widerstandsband dagegen und 10 Sekunden nochmal schön in die Reserve alles rausholen. Komm, Pascal, und Schlaghand, 10 Sekunden. Sauber. Weiter geht, gleiches Spiel, andere Auslage. Wir machen erstmal wieder etwas leichter. Wechseln die Beine, dann machen wir Linksfuß vorne, wir gehen Rechtsfuß vorne, fangen mit der Führhand wieder an. 30 Sekunden, Fäuste schließen und Jab. Auf geht's. Jawohl, sehr gut. Merkt ihr, wie es brennt? Wenn es brennt, dann deckst es. Hat Arnold mal gesagt. Jetzt setzen wir noch einen drauf. Noch einen draufsetzen. Rechts ist vorne. Position. 10 Sekunden Jab. Explosiv. Komm, und. Sehr gut. Dasselbe, andere Auslage mit der Schlaghand. So, fertig werden. Schlaghand, 30 Sekunden, Fäuste schließen und komm, gib Gas. Keine Zeit verlieren. Wir setzen einen drauf. Und jetzt 10 Sekunden auf Explosivität. Fäuste hoch, Kompass. Und Action, komm. Sauber. Alter Schwede. So Leute, wir sind jetzt durch mit dem Training. Ich dachte mir, ich schnapp immer ganz kurz das Mikro. Humi, vielen lieben Dank, du geiler Coach. Coach Humi ist in the house. Ich glaube, er wird nicht das letzte Mal hier gewesen sein. Ich habe richtig Bock auf Boxen bekommen. Kannst mir bei Gelegenheit dann nochmal zeigen, wie ich meine Jabs noch technisch noch besser umsetzen kann. Definitiv. Eins merke ich auf jeden Fall, meine Schultern sind richtig am Brennen. Du hast alles richtig gemacht. Ja, und wenn ihr in Hannover wohnt und aus Hannover kommt, kommt hier vorbei ins Kings Gym. Ihr lernt hier alles, was ihr braucht. Freitags gibt es sogar einen Exopack-Kurs um 18 Uhr. Und ja, kommt rum und wir freuen uns auf die nächsten Workouts mit euch. Danke, dass du hier gewesen bist. Danke, dass ich mitmachen durfte.